Für die erste Kehr gibt es Diedling den Prix du Bénévolat organisiert. 21 Leute im Alter zwischen 50 und 85 Jahren konnten sich über diesen Preis freuen. Wie wichtig Bénévole für die Vereinsliebe sind, wissen auch die Vertreter von der Diedlinger Gemeinde. Diedling hat eine ganz starke, eine ganz aktive Vereinswelt. Und natürlich basiert die um Bénévolat. Und an diesen Vereinen sind natürlich immer ganz viele Leute, die schon ganz lange dabei sind. Und wie gesagt, die noch immer. Und die Leute wollen nicht müssen und die Leute kann ihnen zählen. Dann haben wir auch den Prix du Bénévolat empfangen. Das ist ja für dich empfangen. Leben, Gruppe, wir werden auch weiterführen, viel Grad. Die Leute, die schon langjährig sind, ansetzen an den Vereinen, haben, die Vereine weiterbrüten, ihre Membre weiterbrüten, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Ansatz, für die können zu ehren. Also, der Bénévolat heute in Diedling ein ganz, ganz wichtiger Stellenwert. Und das ist natürlich auch die Bénévole, die geehrt sind, werden da 21 den Abend aus 21 verschiedenen Vereinen. Das weist natürlich die Vielfalt von Vereinen, die wir heute zu Diedling haben, die auch am Ansatz sind, für das Allgemeinwohl. Und das ist natürlich eine Stärke an dieser Stadt, die wollen wir nicht missen. Ja, ohne Bénévolat kein Vereinsleben, ohne Vereinsleben kein Lebensstaat. Wir sind hoffentlich bei uns Vereinswelt zu Diedling. Wir haben ganz viele Leute, die aktiv sind. An den Abend werden wir gleich nicht denken, merci zu sagen, die seit Jahren für ihre Vereine aktiv sind und dazu beitragen, dass zu Diedling immer so eine gute Stimmung ist und immer ein flott Lassers. Die Bénévol sind immer am Hintergrund, die sind nicht an der Zeitung, die sind nicht am Fernsehen. Und ich meine, dafür war die gestern Abend wichtig, für das Siebenleck her, auf ihrer Bühne konnte geehrt gehen. Die verschiedenen Clips haben am Vielfalt die Leute nominiert, die sich über die Jahre Bénévol engagiert haben und dabei einen enormen Ersatz an Ausdauer bewiesen haben. Du hast dich noch 80 Jahre bei uns gehabt. Ja. Ich bin als ganz kleiner Bauf da hingekommen. Schon mal 16 Jahre schon gekocht für 50 Leute. Ich war nicht überrascht, dass es so etwas gemacht hat. Ja. Ich fand, dass es eine super Idee war, für so einen Preis rauszugehen. Ich fand eine ganz gute Sache. Und wie sie gesagt haben, sie gehen auch mal dafür vor. Der nächste Prix du Bénévolat ist auf viel Resonanz bei den Diedlinger Vereinen gestoßen. An einer neuen Edition nächstes Jahr steht dem nun nichts mehr am Weg.